Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und irgendwie habe ich gerade einen sehr strange Bug, denn hier außenrum ist einfach nichts. Wir sind an unserer Station hier, aber es ist einfach überhaupt nichts außenrum. Irgendwie, irgendwas ist hier falsch geladen oder so. Deswegen, würde ich mal sagen, ich speichere kurz und starte das Spiel neu, weil so ist ja irgendwie, so ist Kacke. Irgendwas stimmt hier nicht. Oben steht seit Ewigkeiten Spielstand speichern und wenn ich das Spiel verlassen will, sagt er letztes Mal vor 38 Minuten gespeichert. Was ja aber nicht stimmt, weil es gerade jetzt speichert. Ich versuche jetzt mal, mich umzubringen. Vielleicht, wenn ich dann reset. Ein paar Sachen habe ich abgelegt in das, in die Basis, aber irgendwie, das ist ja aktuell Mist so. Tot. Tragisch aber wahr. Welch grausames Leben. Du bist gestorben, danke. Werde ich jetzt. Wird das jetzt vernünftig resettet oder haben wir jetzt irgendwie das Spiel geschrottet? Also, leider war das Spielfeld tatsächlich kaputt. Hat nicht mehr funktioniert. Es hat ewig gespeichert. Umbringen hat auch nichts gebracht. Hey, was ist denn seine Mission? Hey, der klaut mir was. Jetzt unterbricht er mich hier einfach. Was soll denn das jetzt? Ja, meins. Drecks-Seekobold. Also, Pfeil kaputt, sterben hat nichts gebracht, beziehungsweise dann hat sich's totgeladen, leicht speichern hat nichts gebracht. Ich habe jetzt mal versucht, habe jetzt quasi neu angefangen und versucht mal, uns so weit zu spielen, wie wir schon waren. Die Boje, die wir eingesammelt haben, die ist jetzt komischerweise nicht nochmal aufgetaucht. Keine Ahnung warum, aber ich habe auf dem Weg dahin, wollte ich schon sagen, beim Suchen das hier gefunden. Und das sieht ja eher ungesund aus. Suche läuft. Das ist einfach nur so ein Tauchkäfig. Aber mehr auch nicht. Schade. Ich dachte, es wäre spannender. Ah, doch, hier oben sind Sachen. Okay. Schreibtisch. Nehme ich. Gefährliches Wetter zieht auf. Ja, machen wir gleich. Mineraldetektor. Genau, den. Den hatten wir ja schon gefunden. Was bist du? Eine Kaffeemaschine, die ich nicht benutzen kann. Oder Sachen, die ich nicht benutzen kann. Versorgungskiste. Versorgungskiste. Das Wetter schlägt um. Oh Gott, schnell ins Wasser runter. Hier ist es ja gemeingefährlich. Nee, hey, lass mich doch hier rüber. Überall Blitze und so. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Ich speichere jetzt mal schnell. Speichern. Spielstand wird gespeichert. Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay, wir haben eben diesen einen Dings da gefunden. Den Mineraldetektor. Ein Entfernungsmesser zum Orten von Rohstofffragmenten und anderen Gegenständen. Komm, den pinnen wir uns mal an. Die Anpin-Funktion ist auch neu tatsächlich. Und theoretisch müssten wir alles haben, was wir dafür brauchen. Ach so, ja. Ha, fast vergessen von lauter Stress. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, ne, würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst und ein Abo nach oben gibt. Ne, ein Abo gibt und einen Daumen nach oben da lasst. So rum. Mein Gott. Abonnieren und liken. Ne? Ihr wisst Bescheid. Würde mich sehr freuen. Würde mir sehr weiterhelfen. Mein Gott. Hirn. Also zwei Dinge auf einmal tun, ist nicht so meins. Ich entschuldige mich ganz fürchterlich für dieses Gestotter. Jetzt ertrinke ich schon wieder. Mein Gott. Okay, dann schauen wir uns das doch mal an. Kann ich Kupferdraht machen? Ja. Ist etwas. Ja, machen wir gleich. Und dann müsste ich doch eigentlich dieses Tool machen können. Was brauche ich noch? Eine Batterie. Das ist ja kein Problem. Das habe ich ja gerade gesammelt. Und dann Mineraldetektor. Okay. Und den Bauplan lösen. Sehr gut. Komm, wir suchen mal nach Schwefelkristall. Suche läuft. Ah, okay. Rechtsklick und... Nee, Kupfer... Nee. Schwefel. Ich möchte Schwefel. Das ist definitiv ein Quality of Life Upgrade, ey. Holy shit. Was hat man sich totgesucht teilweise? Okay, sieht nicht so gut aus. Was ist mit... Gelatine? Aufschluss? Was ist das denn? Okay, er hat ein Fragment, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Irgendwo hier ist angeblich ein Fragment. Aber oben. Und dann je näher ich komme, desto... Dollar P
piept es. Aber hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Lug und Betrug ist das alles. Aber kein Fragment. Hä? Schon wieder zu blöd. Was sind seine Missionen? Kegel, Pinguin, Küken. Kann ich ihn mitnehmen? Jo, meins. Oh, dann sind die aber ein bisschen pisst. Ich den ihr Kind klaue. Ha. Mit was? Mit Recht. Ups. Kann ich ihn hier aussetzen? Nein, kann ich nicht. Aber hier, oder? Boop. Oh, sei frei. Ich hole mir später einen. Okay, aber da es gerade Tag wird, glaube ich, würde ich sagen, versuchen wir jetzt einfach mal diesen Dings zu finden, oder? Jetzt wird natürlich das Wetter schlecht. Also, ich bin ein bisschen überfragt, wo ich jetzt hin muss, muss ich gestehen. Dann erforschen wir uns einfach ein bisschen. Vielleicht finden wir ja Spannendes. So läuft das doch in Subnautica, oder? Fragment. Da ist noch ein Fragment. Sehr gut. Oh, dann dürften wir jetzt den Seegleiter voll haben. Neuer Bauplan. Seegleiter. Nice. Okay, dann bauen wir erst den Seegleiter. Und der Seegleiter. Yay. Geil. Sehr gut. Cool. Oi. Moment, die kann man doch... Scheinwerfer an, aus. Karte an, aus. Karte an. Okay. Dann würde ich sagen, suchen... Was ist denn jetzt hier kaputt gegangen? Suchen... Suchen wir jetzt mal die... die Sendeturm. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ein großer Greifarm. Es geht ja gleich direkt gut los. Das ist ein PD. Ey, okay, also diese Sea Monkeys machen viel... dem folgen wir gleich. Dem folgen wir gleich sowas von. Jetzt schauen wir uns erstmal hier um, ob wir noch irgendwas finden. Oxygen. Was ist das? Irgendwas, was ich schon habe. Okay, okay. Oh, Sauerstoff. No way. No way. No way. Hier ist natürlich wieder... Boah, war das eine knappe Geschichte. Heiliger Bimbam. Oh, ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Uiuiui. Ui, ui. Kann ich den scannen? Nee. Ist hier sonst irgendwas? Hier ist ein Loch. Aber nur ein kleines. Hier ist was zum Scannen. Was ist das? Pfadfinderwerkzeug. Platziert Scheiben, um den Weg zu markieren. Fällt der Rückweg leichter. Okay, aber hier war ja gerade eine, oder? Wenn ich mich nicht irre. Die jetzt weg ist? Habe ich die aufgesammelt? Nee, die hat irgendwo dahinter gezeigt. Moment, nochmal kurz Sauerstoff. Ich schwamm doch hier und hat irgendwo dahinter gezeigt. Das ist ein Ei. Von den Eiern hatten wir ein paar. Die nehmen wir wieder mit. Die hat einfach dahinter gezeigt. Dann werden wir da mal hinschwimmen. Vielleicht finden wir ja noch so ein Ding. Sieht schlecht aus. Schade. Ich dachte, ich wäre hier auf einer heißen Spur, aber... Oh Gott, was war das? Wie konnte ich den denn übersehen? Wie konnte ich ihn denn übersehen? Ja, Sicherheitsaufnahme. Am Arsch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh. Das war eine unangenehme Geschichte. Puh. Shit. Ja, ja, ja. So, wo war... Okay, das sind die. Er war hier. Ich hab doch die Dinger. Das lenkt die doch ab, oder? Kann ich da schnell rein? Ist hier was Besonderes? Nein, das war vollkommen umsonst. Ho, 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 ho. Mein Gott. Hallo. Den könnte ich mal scannen. Kollege Turnschuh hier. Oh, da kommt wieder so ein Eismensch. Nein. Uff, okay. Okay, okay. Drei will ich. Huiuiui. Meine Güte, ey. Was bist du nicht so ein... Ich suche immer noch so ein Anze... Oh, da ist ein Fragment. Mobile Fahrzeugstation. Da müssten wir jetzt 2 von 3 haben. Okay. Ja, die Schlingpflanzen. So, scanne ich irgendwann mal alles hier. Bisschen die Biotope abscannen. Aber wo ist
Die Station. Fragment einer Seebahn. Ah, das Ding. Okay, davon brauche ich 3 Stück. Okay. Der sieht nicht glücklich aus mit meiner Anwesenheit. Altera Versorgungsspeicher in der Nähe geortet. Aber da. Da, okay, man muss da hin. Ich habe es wiedergefunden. Nee. Muss der in die Nähe, damit das freigeschaltet wird? Oh Mann, ey. Oh. Okay, die hängen da irgendwie fest. Aber wir haben jetzt die mobile Fahrzeugstation. Das ist schon mal gut. Hier kann man ein bisschen Sauerstoff snacken. Au. Egal. Schwefelkristall brauchen wir auf jeden Fall. Und dann haben wir, können wir ein Stück vielleicht dahinter schwimmen? Oh oh. Oh oh. Es sieht mir nach einem großen Unterwasser-Untererde-Gebiet aus, in dem ich auf jeden Fall draufgehen werde, weil ich keinen Ausgang mehr finde. Oh, wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Da. Puh. Alter, das ist ein riesiges Unterwasser-Untererde-Gebiet. Heiliger Bimbam. Ah, wo muss ich hin? Dahin. Mal ein paar Sachen loswerden und dann nochmal nach dem Ding suchen. Das Problem ist halt auch, dass es entweder dunkel ist oder oben über dem Wasser ein Sturm tobt. Das heißt, ich sehe halt immer nichts, wenn ich hochgucke. Das ist wieder dieser Käfig da hinten. Das heißt, immer wenn ich über Wasser gucke, habe ich eine Sichtweite von ungefähr 3. 3. Und das ist, wie soll ich denn so einen Turm finden? Ich schwimme jetzt einfach mal in die Richtung hier, oder? Mein Gott. Was soll passieren? Hier sind wir bei diesem Käfig. Okay, den kennen wir. Da ist so eine Wasserluftpflanze. Also ich habe hier echt jetzt schon ein ganz schönes Stück abgesucht, aber bisher... Schwierig. Da vorne vielleicht. Die Insel sieht groß aus. Bloß nicht unter Wasser gucken, das ist nur unheimlich. Sicher, dass es gerade Tag wird? Irgendwie wird es gerade eher Nacht. Guck mal, das sieht doch nach einer großen Insel aus. Da schwimmen wir jetzt mal hin. Ich habe mich noch ein bisschen ausgerüstet. Taschenlampe, Reparaturgerät. Heilige Scheiße. Batterien für die... Für das... Ding. Hydrothermalschlot. Heiliger Klabautermann. Signalboje. Delta Station Dock. Da ist was. This is the place Lil mentioned in her message. Ah, okay. Och, wäre ich ja gleich hier hingeschwommen. Seebahn, davon habe ich auch ein paar gefunden. Die müssten wir jetzt vollständig haben. Jawollo. Oh Gott, was ist er denn für ein Kollege? Erweiterter Kabelsatz. Okay. Seebahn Tiefmodul Stufe 1. Geil, da können wir ein bisschen tiefer tauchen. Aber hier ist die... Boah, die Viecher klingen richtig übel. Hier ist die Anlagestelle. Ey, wir haben sie gefunden. Nice. Geilo. Was bist du? Signalbohlennamen bearbeiten. Nee, danke. Kaffeeautomat, den brauchen wir unbedingt hier. Mülleimer brauchen wir auch. Nice, Kaffee. Abfalleimer. Kann man da Sachen dann tatsächlich wegschmeißen? Das wäre halt saucool. Das ist alles nix. Hier ist Sachen. Flutlicht, schön. Aber sonst nichts. Dann gucken wir da oben. Yay, Radarstation. Geil. Strippstreif. Maul halten, unbekannte Frau. Ich komme jetzt. Was bist du? Schwefelkristall, hey. Ach nee, die haben wir gebraucht fürs Reparaturwerkzeug, aber die besitzen wir inzwischen. Ich würde mal hier lang weiter. An den hitzespendenden Pflanzen vorbei. Thermallilie, kann ich die bei mir in der Basis? Wobei, das bringt ja eigentlich nichts. Das ist ja warm. Hm, na gut. Egal. Kommen wir hier weiter höher? Ja, hier sieht es neu aus. Das kenne war noch nicht. Oh Gott. Holy shit. Holy shit. Then your position is doubly precarious.
What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait! Who are you? Stay off my land. Alter! Hat die Lack gesoffen? Holy shit, hab ich mich erschrocken. Alter Schwede. It would appear I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Das ist interessant. Location uploaded to PDA. Eine Wendung. Ey, Konstruktionswerkzeug. Endlich. Machen wir den Bums mal auf hier. Jetzt kann ich mir endlich, glaube ich, langsam eine Basis bauen. Ah, nee. Mehrzweckraum. Ja. Den brauche ich. Bauerplan erzeugt Bioreaktor, sehr gut. Batterieladestation, yay! Alter, wie coole Sachen man einfach am Anfang jetzt plötzlich bekommt. Karte, yay! Okay, wir sind jetzt wahrscheinlich hier auf dem gelben Ding, ne? Hier, unser Ding ist irgendwo hier. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Muss ich nochmal genauer gucken. Aber kann ich die jetzt auch bauen? Ich habe die ja nämlich Thermoskanne. Oh, cool. Was es nicht alles gibt. Aber habe ich jetzt eine Map? Ja, hier sind die ganzen sehr schön. Energietransmitter, Jukebox haben wir. Aber eine Map ist jetzt nicht dabei, wie es aussieht. Warum habe ich die dann gescannt? Oder ist sie doch dabei und ich sehe sie noch nicht? Das möchte ich nicht ausschließen. Nee, ist nicht dabei. Einzelwandregal. Okay, egal. Wir schauen uns weiter hier um. Hier sind allerhand coole Sachen dabei. Ein Bett. Jeremias Bett. Was ist das? Oh. Nein. Sowas brauche ich auch in echt. Sowas brauche ich auch in echt, ey. Geiles Teil. Ein Bett. Noch ein PDA. Was haben wir hier drüben? Poster. Okay. Und noch ein Altera PDA. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, gehen wir... Oh, das Aquarium. Das hätte ich gerne. Okay, da drin. Da kann ich dann meine ganzen Eier drin ausbrüten. Geil. Hier war doch gerade noch irgendwas. Nee. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Turm herüber. Der sieht definitiv anders aus als damals noch in der Beta. Bin ich mir ziemlich sicher. Das war nämlich, nee, das war mehr so eine Raketenabschussstation oder so. Okay, was haben wir hier alles? Ein Schreibtisch, mit dem ich nicht interagieren kann. Ja, die kann man auch nicht scannen, die sind zu flink. Okay, was haben wir hier? Statusbericht. Zwei lebende humanoide geortet, nicht autorisierte Konstruktion von Basen und Fahrzeugaktivitäten festgestellt. Empfehlungen beobachten und auf mögliche Intervention vorbereiten. Aha. Klettern wir mal da hoch. Gibt es noch irgendwie auch wärmere Kleidung? Testüberbrückungsmodusanschluss. PDA. Schulung neuer Mitarbeiter. Es wird empfohlen, alle Schulungen abzuschließen, während sich der Mast im Testmodus befindet. Der Testmodus ist eine volle funktionsfähige, simulierte Version des Live-Modus. Im Testmodus wird die gesamte Kommunikation vom Mast einschließlich Notsignal, Sicherheitswarnung, blablabla deaktiviert. Um den Testmodus zu starten, stecken Sie das Testüberbrückungsmodul in den Diagnoseanschluss. Wie in der Abbildung links dargestellt, der Befehl Testmodus aktivieren kann über die, ich erfriere, Konsole eingegeben werden, sobald der Test... abgeschlossen ist. Okay, wir brauchen das Testüberbrückungsmodul. Was auch immer das bedeutet, beziehungsweise wo auch immer das ist. Oh, 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 ich erfriere. Oh, ich erfriere, ich erfriere, ich erfriere, ich erfriere, ich erfriere, ich erfriere, ich erfriere. Give me some warm. Danke, liebe Pflanze. Wie praktisch du dort doch platziert bist. Okay, das heißt jetzt aber, wir können das mal bauen hier alles. Haben wir unsere Karte, ich weiß noch nicht, was das Rote ist. Beziehungsweise, was hier überhaupt irgendwo ist. Die Dame ist halt 600 Meter jetzt weggehüpft.
was das Ganze natürlich sehr kompliziert macht, ihr zu folgen, weil unter 100 komme ich noch nicht. Aber wir können die Fahrzeugstation bauen. Oh, Gold. Was können wir noch alles bauen? Fahrzeugstation. Ja, und natürlich alles, was unser Ding hier betrifft. Unsere Station. Und sonst, was bist du? Schwefel. Euch würde ich gerne noch... Komm. Ja! Ja, unmöglich, dass ich da hinterherkomme. Aber hier gibt es ganz viel Schwefel, das ist gut. Oh, und ich kann die große Seemotte, was auch immer, der Seemottenersatz bauen. Was bist du? Hä? Warum kann ich da nicht rein? Hä? Wieso kann ich mich nicht ducken? Größte Frechheit von Welt. Essen, trinken. Okay, aber sonst... Anleger der Station Delta. Ja, das wissen wir. Wärme mich. Danke. Wäre noch irgendwas Spannendes. Da hinten sind diese Geysire. Die sind aber jetzt nicht so spannend. Die sind nur gefährlich. Ah ja, hier sind Pinguine. Sehr schön. Ist halt Nacht und schneit. Man sieht halt einfach nichts. Gar nichts. Ah ja, es schneit nur an der Stelle ungefähr. Vielleicht ist das Rote auf der Karte der Steg hier gewesen. Oh, hier ist noch ein PDA. Seebahndock. Okay, dann schwimme ich mal nach Hause. Und da bauen wir uns die Seebahnstation, beziehungsweise die Station zum Bauen von der Seebahn. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst doch, wie das Ding heißt. Aber ich würde sagen, das machen wir doch erst in der nächsten Folge, denn diese Folge ist schon sehr fortgeschritten. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen bei euch. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, über einen Daumen hoch und ein Abo würde ich mich tatsächlich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns spätestens nächsten Dienstag wieder, wenn wir dann die Seebahn bauen. Bis dahin, macht's gut. Haut rein!